Servus zusammen, wir haben 17.33 Uhr, der DAX klickert noch, im Moment bei 13.750. Aber das soll mir jetzt mal egal sein, es ist auf jeden Fall in der Nähe des Tagestiefs. Ich bin leicht genervt, bei mir ist heute was passiert, das ist mir jetzt bestimmt schon 3 Jahre nicht mehr passiert. Ich hatte eine Option, die ich gekauft habe, als wir unter 14.000 waren und wieder über 14.000 gingen. Die lag dann relativ flott, 45 Punkte vorne. Das war so irgendwann so um 14 Uhr. Dann liegt es vorne. Ich lege einen Stop rein, 20 Punkte drunter. Also praktisch mit 20 oder 25 Punkten Gewinn. Gehe dann irgendwann am Briefkasten. Naja, und dann komme ich wieder rein vom Briefkasten und denke, was ist denn hier los? Was hat denn mein System für einen Fehler? Der Stop, bis der getriggert wurde, das hat 55 Punkte gedauert. Also der hat nicht nur den Gewinn weggenommen, der hat den Stop praktisch überrannt und dann noch 55 Punkte nach unten drauf gesetzt. In dem Moment habe ich meinen Wortschatz oder mein Vokabular in Fäkalausdrücken um eine Facette bereichert heute. Also ich bin leicht genervt. Na gut, also was ist passiert? Wir sind kurz vor dieser Verfallwoche. Das hat ja gesagt, die hat eigene Gesetze, vor allen Dingen im Juni und im Dezember. Und ich glaube, das, was wir jetzt hier so in den letzten 3 Tagen hatten, das war nur so ein Vorgeschmack darauf. Ich war am Mittwoch der Meinung, dass wir hier auf die 20-Tage-Linie wenigstens aufschließen, dieses Back-to-Breakout machen. Haben wir auch gemacht, hat auch gut gehalten. Tja, und dann kamen die Zinsen links und Inflation rechts. Und dann sind wir sogar wieder auf diesen Kanal draufgegangen und sind jetzt in dem Kanal am unteren Band. Schließen die Woche auf dem Wochentiefskurs. Das ist grundsätzlich natürlich super negativ. Ich finde manche Bewegungen heute hier nicht so sinnvoll, also teilweise echt übertrieben. Also eine Unicredit mit minus 9% oder eine Deutsche Bank bei minus 6, das finde ich zu viel, aber es ist so, man darf sich nicht dagegen stellen. Tatsächlich habe ich, und da werde ich am Wochenende nochmal das nächste Interview reinstellen, heute Vormittag irgendwann gesagt, zur Mittagszeit, ich habe leicht angefangen, Deutsche Bank zu kaufen, auch Commerzbank. Da waren die Commerzbank kurz unter 8 und die Deutsche Bank bei 9,75. Ich habe da ganz leicht mit angefangen, weil ich glaube nach wie vor, dass das in diesem Jahr eher besser gehen wird. Wie dem auch sei, zurück zum DAX. Also die 14.600, die müssen wir erstmal ad acta legen. Das Problem ist nicht nur, dass wir auf diesen Trend aufgesetzt und dann sogar wieder reingegangen sind. Mein Problem ist eher, dass wir hier am unteren Band handeln. Und die Geschwindigkeit war stark. Wir sind im Moment bei minus 3,13%. Im Moment 13.757. Das darf mir nicht gefallen. Wenn wir hier am Montag drunter gehen und nochmal, wir haben die Verfallwoche, da ist alles drin und würden sogar diesen letzten Quasi-Hammer hier bei 13.684, das ist nicht mehr viel, unterbieten, dann öffnen sich die Bänder. Und wenn sich die Bänder öffnen, dann geht der Markt meistens weiter in diese Richtung. Da muss ich sogar ins Kalkül ziehen, dass wir sowas hier sehen, eine 13.387. Und wenn es ganz dusselig läuft, sogar hier so eine 13.072, also die untere Kanalbegrenzung. Also das muss man einfach ins Kalkül ziehen. Was hier passiert ist, das ist ein recht frisches Verkaufssignal aufgrund der traditionellen Sichtweise. Und der Oszillator ist noch nicht mal überverkauft. Also der Markt hat hier Platz, gefallen darf mir das gar nicht. Für mich war eigentlich hier Endstation für diese Bewegung, die wir hatten. Aber so ein Verfalltermin und jetzt natürlich auch die Zinsen und Inflationsgeschichte, das ist schon, ja, das haut ordentlich rein. Ich kann hier vor eben dem Hintergrund des Verfallterminens eine technische Analyse so gut wie gar nicht machen, weil das greift hier nicht, meiner Meinung nach. Ich habe euch trotzdem am Verscheine mitgebracht und sage auch was dazu. Ich muss den Call, das sind 13.014er, da sind wir im Moment hier unterhalb dieser Kanalbegrenzung. Den gucke ich mir nur erstmal an. Und wenn ich ihn kaufe, wirklich nur mit Kleinigkeiten. Ja. Das ist eine HB4C3X, im Moment ein Hebel 17. Der kann aber ganz schnell mal in Richtung 20-25 laufen. Tja, den werde ich erst dann machen, wenn ich ein deutliches Umkehrsignal habe. In Form eines Dojis vielleicht hier irgendwo oder eines Bullish Engulfing Patterns, wenn wir also diese Kerze hier am Montag komplett umschließen, nach oben rausgehen. Vorher kann ich das nicht machen. Ich muss dem jetzt sich hier austoben lassen. Das hat keinen Sinn, sich wirklich dagegen zu stellen. Der Put,
ist die HB7CT0. Das ist Basis 14.450. 14.450, da sind wir hier. Also oberhalb von dieser Kerze. Wenn das Band aufgeht am Montag, werde ich den auch nochmal probieren, weil ich dann, und vor allen Dingen, wenn wir hier drunter gehen, nochmal, das war die 13.684. Wenn wir da drunter gehen, werde ich den auf jeden Fall nochmal probieren und mal schauen, wie weit er läuft. Mein Problem ist, nächste Woche habe ich mega Stress. Ich habe nicht nur Geburtstag, sondern Mittwoch mache ich auch das Webinar, dann habe ich diverse Interviews. Also ich bin kaum am Platz. Was Schönes für euch, weil wenn ich nicht da bin, gibt es voila, immer das alte Spiel. Also ich halte es für sehr schwierig hier. Ich kann was kaufen, aber dann bitte nur Kleinstigkeiten und einfach warten, warten, warten. Bis ich halt ein sinnvolles, wenigstens auf der Stundenebene, ein sinnvolles, gegenläufiges Signal habe. Ansonsten kann der hier, das hat er da auch gemacht, das sieht man hier in der Stunde mal ganz gut, immer nur runter, runter, runter. Das war die Geschichte hier, so um 11 Uhr hat er sich mal ein bisschen erholt. Ja, und dann kam sie ja ab 14 Uhr. Das war die Geschichte, wo ich gekauft habe und dann bin ich dann hier irgendwo gestoppt worden. Also das ärgert mich echt, das muss ich wirklich sagen. Aber ihr sollt sehen, das passiert mir auch und dann keine Gegenwehr, null. Wenn so ein kleiner Freund hier irgendwie am Montag hier unten erscheint, dann kann das ein Umkehrsignal sein, aber ich warne davor. Weil vor einer Woche haben wir nicht damit gerechnet, dass zum Beispiel eine Deutsche Bank auch nur annähernd unter 10 steht. Da waren die noch bei 10,30. Jetzt sind sie in Richtung 9 unterwegs und die Commerzbank in Richtung 7,5. Also da können noch ein paar unangenehme Überraschungen kommen. Also wer sich nicht sicher ist, eher mal zurückhalten. Das macht, glaube ich, mehr Sinn. Ich wünsche euch was. Und Mittwoch das Webinar. Ich stelle den Link nochmal hier drunter. Das ist das, was ich mit Ronny halte um 18 Uhr am Mittwoch. Und ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.